Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Veranstaltung des Wirtschaftsbeirates Bayern. Heute haben wir als Gast Brendan Sims aus Cambridge. Er ist dort Professor für Geschichte und er wird heute vortragen zum Thema die geopolitischen Implikationen des Brexit und die Hinterlassenschaft der Trump-Ära für die Europäische Union. Lassen Sie mich ein paar Worte zu Brendan Sims sagen. Er ist gebürtiger Ire aus Dublin. Er hat studiert in Großbritannien am Trinity College und am Peterhouse College in Cambridge. Und er ging dort anschließend als Research Fellow nach Oxford, wo er dann lehrte einige Jahre und kam aber von Oxford wieder nach Cambridge zurück, wo er dann erst Lecturer war und dann halt Professor. Professor im englischen System ist ja noch was anderes als das deutsche. Ein Lecturer ist auch schon ungefähr das, was ein Professor ist. Also ein Professor hat eine höhere Position und es gibt auch weniger Professoren in den Departments, in den Fakultäten als hier. Und er ist dann auch Direktor des Center for Geopolitics in Cambridge geworden. Brendan Sims werden einige kennen. Sie sollten ihn jedenfalls alle kennen, denn er hat hervorragende Bücher geschrieben, die einen Blick auf die Geschichte geben, so plastisch und so klar und so detailreich, wie man das nur selten hat. Also ich erwähne hier The Impact of Napoleon, Prussian High Politics, Foreign Policy and the Crisis of the Executive, 1997 erschienen. Dann The Struggle for Mastery in Germany von 1780 bis 1850 bei Macmillan Press. Three Victories and a Defeat, The Rise and Fall of the British Empire, ein tolles Buch. Und dann vor allem Folgendes, Europe, The Struggle for Supremacy, 1453 to the Present. Also das ist ein Buch, ich habe das gelesen, es hat mich gar nicht mehr losgelassen. Das Fernsehen konnte zeigen, was es will. Ich hing an diesem Buch, bis ich es durch hatte. Eine faszinierende Geschichte von dem 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart hinein. Sie erfahren, wie die Interessenlagen im Dreißigjährigen Krieg war, wer da wie gepowert hat, was Napoleon gemacht hat, wie das Heilige Römische Reich zusammengebrochen ist. Sie haben einen frischen Blick auf den Ersten Weltkrieg, auch nicht ganz anders wie in dem Buch Die Schlafwandler von Christopher Clark. Also aber alles in die Perspektive gesetzt und dann eben weiter natürlich bis in die Neuzeit und den Zweiten Weltkrieg. Also das müssen Sie gelesen haben. Sie kriegen manchmal das kalte Grausen, aber Sie verstehen plötzlich die Geschichte. Und dieses Verständnis ist für den heutigen Vortrag von großer Bedeutung, denn es ist ja doch sehr viel passiert in den letzten Jahren. 2016 gab es das Referendum zum Brexit und der Brexit ist jetzt Ende letzten Jahres passiert. Die Briten sind nun wirklich draußen, haben ein Abkommen mit der EU. In Amerika haben wir einen Präsidenten gehabt, der die Weltordnung erschüttert hat und alles Mögliche durcheinander gebracht hat und jetzt ersetzt worden ist durch Joe Biden. Wir werden erfahren, was das für das Verhältnis der Amerikaner zu den Europäern bedeutet. Ist er EU-freundlich? Ist er mehr den Briten zugeneigt? Was können wir für Nord Stream 2 erwarten? Was für die NATO? Das sind Fragen, die heute wieder im Zusammenhang dargestellt werden von unserem Gast. Und ich kann mir niemanden vorstellen, der das besser erledigen könnte als er. Also ein fantastischer Wissenschaftler, Historiker. Und er redet auf Deutsch. Sie werden hören, er spricht ausgezeichnet Deutsch. Brendan, the floor is yours. Ja, vielen Dank für diese Einladung und die sehr freundliche Einführung. Es gibt eine bestimmte Art von festlandeuropäischen Optimisten, der glaubt, dass die Probleme der letzten 4 Jahre sozusagen davor sind, zu Ende zu gehen, dass die Probleme praktisch vorbei sind. Erstens könnte man vielleicht sagen, dass der Schock des Brexits, des Votums von 2016, irgendwie eingedämmt ist durch den Deal von Weihnachtsabend letzten Jahres.
Das Gespenst von Donald Trump, dessen Wahl natürlich kurz nach dem Brexit folgte, im November 2016. Das scheint auch gebannt durch die Nachfolge von Joe Biden. An dieser optimistischen Sicht ist einiges dran, sehr wohl. Aber ich glaube, weniger als viele denken. Es stimmt, dass dieser Deal zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich das Vereinigte Königreich in wichtigen Bereichen eindämmt. Es bewahrt zum Beispiel die Integrität des gemeinsamen Marktes der EU und bewahrt auch den Link, den Zusammenhang zwischen der freien Bewegung von Menschen, die Freizügigkeit und des gemeinsamen Marktes. Also die sogenannte Rosenpickerei konnte also nicht stattfinden. Es gibt auch keinen Deal bis jetzt für die City of London, für die Finanzbranche. Und der Europäischen Union ist es gelungen, die meisten Fischereirechte für die nächsten 5 Jahre zu bewahren. Es hat auch, und das ist sehr wichtig geopolitisch, Nordirland im gemeinsamen Markt oder die meisten Teile des gemeinsamen Markts behalten und auch innerhalb der Zollunion, der Europäischen Union, durch den sogenannten Frontstop. Insbesondere das Verhältnis mit Nordirland könnte man vielleicht als Erfolg der Europäischen Union verbuchen. Es hat sozusagen einen Ordnungsanspruch erhoben gegenüber dem Territorium des Vereinigten Königreiches nach dem Brexit. Es hat, wie gesagt, Nordirland aus der britischen Zollunion herausgerissen, aus dem britischen gemeinsamen Markt in einigen Hinsichten. Und dadurch, könnte man argumentieren, hat es die Privilegien der Mitgliedschaft gezeigt, demonstriert. Zum Beispiel für Irland, das ist mein eigenes Land, die Republik Irland, ein kleines Land, konnte damit sozusagen der Macht des Vereinigten Königreiches, welches dabei war, auszutreten aus der Europäischen Union, widerstehen. Und dadurch, könnte man auch meinen, gibt es eine Gefahr für die Integrität des Vereinigten Königreiches. Diese Regelung für Nordirland ist ein Verstoß gegen die Act of Union von 1800, die Vereinigung zwischen England und Irland von damals. Es kreiert eine Grenze in der Irischen See zwischen Nordirland und dem Vereinigten Königreich. Und es hat auch einiges bisher schon gekostet, wirtschaftlich. Das war abzusehen. Im November letzten Jahres hat die erste Ministerin und die stellvertretende erste Ministerin, also eine aus der unionistischen Partei und eine aus der nationalistischen Sinn Féin Partei, haben einen gemeinsamen Brief an die Europäische Union geschrieben und gewarnt, dass dieses System wirtschaftliche Folgen für Nordirland haben würde. Sie sind sich meistens nicht einig, aber in dieser Frage waren sie sich einig. Und genauso ist es auch im Januar dieses Jahres gekommen. Es gibt starke Probleme, wirtschaftliche Probleme an der Grenze zwischen Nordirland und dem Vereinigten Königreich. Es gibt natürlich auch eine Bedrohung für das Vereinigte Königreich in Schottland, wo die meisten 2016 gegen den Brexit gestimmt haben und natürlich auch wütend sind über diesen Deal. Und alles das ist auch kompliziert oder wird vertieft, wird noch schlimmer gemacht durch die Pandemie, die das Vereinigte Königreich noch stärker getroffen hat als alle anderen europäischen Staaten. Man spricht davon, dass das Vereinigte Königreich jetzt der kranke Mann Europas ist. Alles das stimmt. Und es stimmt auch, dass die EU davon profitiert, dass Herr Trump nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten ist. Herr Trump war bekanntermaßen sehr feindselig eingestellt gegenüber der EU, auch insbesondere gegenüber bestimmten Ländern der EU, spezifisch der Bundesrepublik.
Er war ein Unterstützer des Brexits. In dieser Hinsicht, das ist keine Frage, ist das Verschwinden von Herrn Trump oder zumindest, dass er nicht mehr Präsident ist, eine gute Sache für die Europäische Union. Es stimmt ferner, dass der neue Präsident Joe Biden seine Differenzen mit Großbritannien gehabt hat und hat. Er ist ein Sympathisant für eine gewisse Variante des irischen Nationalismus. Er hat zum Beispiel den Premierminister Boris Johnson stark kritisiert für seine Haltung zum Backstop für Nordirland vor einem Jahr. Er ist auch in der Vergangenheit sehr kritisch gewesen gegenüber bestimmten britischen außenpolitischen Positionen, zum Beispiel, dass die Briten Anfang der 90er Jahre nicht in Bosnien gegen den Völkermord interveniert haben. Übrigens teile ich diese Kritik. Ich habe darüber ein Buch geschrieben. Und man kann auch sagen, dass Joe Biden ein Freund Europas oder der Europäischen Union ist. Er war immer ein starker Unterstützer der Europäischen Union. Er war ein Feind des Brexits. Er hat auch immer die irische Seite, wie gesagt, in dieser Sache über den Good Friday, den Karfreitag-Vertrag unterstützt. Er unterstützt auch den Deal mit Iran. Das war ein großes, ist ein großes Anliegen der Europäischen Union. Das sind alles Argumente für die optimistische Sicht und es sind gewichtige Argumente. Aber ich glaube, die Argumente gegen diese optimistische Sicht für die Europäische Union sind noch stärker. Erstens ist Herr Biden überhaupt nicht anti-britisch. Das ist eine Befürchtung von vielen im britischen System. Aber wenn man sich die historische Wahrheit anschaut, die historische Record, wie man auf Englisch sagen würde, sieht man zum Beispiel, dass 1982 während des Falklandkrieges, als es viele in Amerika gab und auch natürlich in Europa, besonders in Irland, in meinem Land, die Argentinien unterstützen, war es gerade Joe Biden, der ganz spezifisch gesagt hat als Senator, wir sollten ohne Wenn und Aber das Vereinigte Königreich in diesem Krieg unterstützen. Er hat immer das Vereinigte Königreich als zentraler Faktor in der Verteidigung des Westens gesehen. Sein erster Anruf nach seiner Wahl war mit Premier Johnson. Sein erster Besuch wird nach England sein. Das ist vielleicht eher Zufall für die G7, aber es ist bezeichnend, dass bis jetzt sein erster Besuch nicht nach Festlandseuropa sein wird, was möglich gewesen wäre. Und er hat nicht, meines Wissens, Ende letztes Jahres in den Verhandlungen über den Deal interveniert. Für die Vereinigten Staaten bleibt, das hat Herr Sinn schon vermutet, bleibt Großbritannien Hauptansprechpartner, zumindest was das Militärische betrifft, in Europa. Es hat das stärkste und die glaubwürdigste Militär in Europa. Es hat sehr starke Nachrichtendienste. Es ist Teil der sogenannten Five Eyes, die fünf Mächte, die sehr intim nachrichtendienstlich sich austauschen. Es hat auch die Kapazität, die Vereinigten Staaten auf globaler Hilfe, global auf globalem Level zu Hilfe zu kommen. Das ist sehr wichtig im Indischen Ozean, besonders jetzt, wo die Briten neue Träger konstruiert haben. Und was sehr wichtig ist, Herr Biden präsentiert auch große Probleme für die Europäische Union. Erstens, sehr wichtig, in Sachen China. Der Deal, der gerade geschlossen wurde zwischen der Europäischen Union und China, wird stark kritisiert in Washington, auch im neuen Washington. In der Frage China überhaupt, Huawei und andere Bereiche, hat das Vereinigte Königreich sehr bessere Karten mit Washington auch heute. Zweitens Russland. Herr Biden ist ein sehr starker Feind der russischen Expansion in Europa, der Bedrohung, die von Russland ausgeht.
Es gibt starke Kritik, besonders seitens von Herrn Biden, zur Haltung der Europäischen Union in der Frage Nord Stream, besonders gegenüber der Bundesrepublik Deutschland. Auch in dieser Frage hat das Vereinigte Königreich bessere Karten, glaube ich, in Washington als Brüssel, was in dieser Sache sehr gespalten ist. Und drittens natürlich die Frage der Militärausgaben. Natürlich haben die anderen europäischen Staaten in den letzten paar Jahren mehr ausgegeben, aber die Disparität zwischen den amerikanischen und auch den britischen Ausgaben bleibt. Und das wird ein großer Faktor auch der beiden Administrationen in ihrem Verhältnis zu Festland Europa sein. Und deshalb glaube ich, dass das Verhältnis, das geopolitische Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union immer noch sehr wichtig sein wird. Denn der Deal, den wir gesehen haben, der Deal, der Weihnachtsabend geschlossen wurde, ist kein endgültiger Streitbeilegungspaket oder ein Vergleich, sondern eher, wie viele hier sagen, ein Waffenstillstand. Wichtige Fragen, zumindest politisch, wie die Fischerei, sind nur bis 2025 oder 2026 geregelt. Nordirland unter Umständen nur bis 2024. Ich komme später darauf zurück, weil es geopolitisch sehr wichtig ist. Aber ganz mehr allgemein gesprochen hat dieser Deal zwei wichtige Fragen unbeantwortet gelassen. Erstens, wie soll das Vereinigte Königreich seine traditionelle Ordnungsrolle in Europa nach dem Brexit spielen? Zweitens, wohin treibt das europäische Projekt jetzt, wenn überhaupt irgendwo hin? Und diese zwei Fragen, wie wir gleich sehen werden, hängen miteinander zusammen. Nun werden Sie vielleicht fragen oder sagen, was sind das für Töne? Wie soll das Vereinigte Königreich Europa ordnen oder geordnet haben? Um zu erklären, was ich damit meine, muss ich mich jetzt eine Zeit lang der Geschichte zuwenden und Ihnen etwas über die Ordnungsrolle, die Rolle Großbritanniens in Europa erzählen. Mein Hauptargument ist, das Vereinigte Königreich ist sowohl historisch wie auch heute eine exzeptionelle Macht in Europa. Es ist nicht ein Land wie andere europäische Länder. Natürlich hat England und später das Vereinigte Königreich immer ein europäisches Problem gehabt. Es ist das Verhältnis zu Europa war immer die oder lange Zeit meistens die zentrale Frage in der britischen, erst der englischen und dann der britischen Außenpolitik. Wie Winston Churchill einmal sagte, und er war wirklich auch ein Mann des Empires, er hat gesagt, das Wetter kommt aus Europa. Und dieses Verhältnis zwischen England, später dem Vereinigten Königreich nach 1707 und Festland Europa entwickelte sich rasch seit dem Mittelalter. Am Anfang war es eine Frage des Ärmelkanals und das Verhältnis zu Nordfrankreich und den Niederlanden. Und nach gab es immer weitere Bereiche Europas, die sozusagen in den Bannkreis der Briten gezogen wurde. Bis man dann im 18. Jahrhundert sagen konnte, dass die Briten wirklich die Balance, das Kräftegleichgewicht in Europa kontrollierten oder zumindest ein sehr wichtiger Faktor waren. Sie haben nach und nach immer die Hegemone des europäischen Systems kombattiert. Die Universalmonarchie des Philipp II. Oder des Ludwig Philipp II. Von Spanien oder Ludwig XIV. Von Frankreich, das kontinentale System oder das Reich von Napoleon, das Mitteleuropa-Konzept des kaiserlichen Deutschland und natürlich auch Festung Europa von Hitler. Das ist alles hinlänglich bekannt. Die Briten waren immer dabei. Das werde ich kurz gleich etwas weiter ausführen. Und dieses geopolitische Verhältnis wurde auch immer ideologisch verbrämt.
Im 1600 gab es die englische Reformation, was oft der erste Brexit genannt wird. Das heißt also, die Verteidigung des Protestantismus in England beinhaltet auch die Verteidigung des Protestantismus in Festlandseuropa. Dann im 17. und 18. Jahrhundert ging es um die Verteidigung der parlamentarischen Freiheiten gegen den Absolutismus. Dann im 19. Jahrhundert Verteidigung des Liberalismus gegen den Konservatismus und natürlich im 20. Jahrhundert den Kampf der Demokratie gegen die Tyrannei, entweder gegen Nazi-Deutschland oder gegen den Kommunismus der Sowjetunion. Das heißt also, es ging immer um Sicherheit, aber es ging auch immer darum, bestimmte Werte in Europa zu verteidigen. Es war also klar, England und dann später das Vereinigte Königreich konnte nicht nur in England oder im Vereinigten Königreich verteidigt werden. Und aus diesem Grund war England immer und das Vereinigte Königreich, und ich werde diese zwei Worte dem historischen Zusammenhang gemäß abwechselnd benutzen, war der Großbritannien immer zentral zu jeder europäischen Friedensordnung über die letzten 300 Jahre oder so. Zum Beispiel im Vertrag von Utrecht 1713 war es eine Garantiemacht der Allianzen und der Barriere, um Frankreich einzudämmen. Im Wiener Vertrag von 1815 natürlich war der Großbritannien als stärkste oder einer der stärksten Mächte dabei. Es garantierte auch diese Friedensordnung, hatte sogar eine Okkupationszone innerhalb Frankreichs. Das Gleiche gilt auch für den Versailler Vertrag von 1919. Da gab es wiederum eine Okkupationszone, diesmal in Deutschland. Und wieder war das der Fall in Jalta und Potsdam 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es gab noch eine, diesmal eine sehr viel länger währende Okkupationszone in Deutschland. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg ordnete das Vereinigte Königreich Europa erstens durch die NATO, wo es die zweitwichtigste Macht war, und dann natürlich ab 1973 durch die Mitgliedschaft in der damaligen EWG und später der Europäischen Union. Also das Europa, das wir historisch kennen und das wir heute kennen, ist sehr maßgeblich von Großbritannien mitgeprägt worden. Viel mehr als irgendeine andere einzige Macht. Kurzum, Großbritannien ist immer eine Ordnungsmacht in Europa gewesen. Es war immer einer der Ordner, nicht einer der Geordneten. Und die ganze Struktur des Vereinigten Königreiches ist auch durch diesen Kampf geprägt worden. Ich habe oft gesagt England oder das Vereinigte Königreich, denn bis 1706 haben wir England, welches schon Wales und Irland eigentlich beinhaltet, und Schottland. Und ab 1707 haben wir das Vereinigte Königreich, was kreiert wurde, erstens, um das Frankreich von Ludwig XIV. Einzudämmen und zweitens, um den Krieg zwischen Schottland oder die Spannungen zwischen Schottland und England zu beenden und dann gemeinsam in Europa und der Welt zu agieren. Und diese Vereinigung hat einen besonderen Staat geschaffen. Es hat zwei Nationalstaaten sozusagen abgeschafft. England existiert nicht mehr als Staat. Die Engländer sind heute die größte Nation in Europa, die nicht ihren eigenen Staat haben, sondern man hat einen neuen Staat und eine neue Identität kreiert. Britishness, Britischheit, wenn Sie so wollen. Und auch eine Struktur, die innerhalb Europas distinktiv war und ich glaube auch ist. Eine parlamentarische Union, wo die Schulden, die Verteidigung und Repräsentation alle in einem Parlament vereinigt sind, welches die ganze Bevölkerung mobilisiert für die gemeinsame Sache. Es kreierte eine Macht, die, wie ich schon ausgeführt habe, in Europa sehr dominant war und heute auch immer noch sehr, sehr wichtig ist. Das Vereinigte Königreich ist immer noch die fünfte oder sechstgrößte Wirtschaftsmacht der Welt.
Es ist eine Nuklearmacht. Es hat einen permanenten Sitz im Weltsicherheitsrat der UNO. Und es hat natürlich eine ungebrochene politische Tradition, was man nicht von fast allen anderen europäischen Ländern behaupten kann, vielleicht die Schweiz ausgenommen. Wenn wir diese historische Entwicklung jetzt kontrastieren mit dem in Festlandseuropa, dann sehen wir eine andere Geschichte. Es ist die Geschichte, Hans-Werner Sinn hat es schon angesprochen, die Geschichte der deutschen Frage und des europäischen Problems, oder wenn Sie so wollen, der europäischen Frage und des deutschen Problems. Deutschland war immer Dreh- und Angelpunkt dieses Systems, wegen seiner Lage, wegen seiner Größe, wegen seiner potenziellen Macht. Aber lange war Deutschland ein Objekt des europäischen Systems. Es gab das Trauma des Dreißigjährigen Krieges, Herr Sinn hat es schon angesprochen, Ludwig des 14. Es gab die Französische Revolution und Napoleon, wo Deutschland okkupiert wurde, der Zusammenbruch des Heiligen Römischen Reiches 1806. Also immer territoriale Verluste, Okkupation, Demütigung. Aber sobald die Deutschen vereinigt wurden und wurden Subjekte und nicht mehr Objekte des europäischen Systems mit der Kreierung des deutschen Nationalstaates 1870, 71, dann hatten wir das wilhelminische Deutschland und das Deutschland des Dritten Reiches, dazwischen natürlich Weimar. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass diese Lösung nicht verträglich war mit dem europäischen System. Das brauche ich nicht weiter auszuführen, das dürfte jedem klar sein. Nun, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren sowohl die Deutschen wie auch die anderen Festlandeuropäer Objekte. Sie waren geordnet, sie waren nicht Ordner des Systems. Sie waren bedroht von der Sowjetunion und man hatte auch Angst von einem Wiedererstarken der deutschen Macht. Und deshalb gab es das europäische Projekt, das Projekt der Integration. Es sollte eine doppelte Eindämmung sein, die Eindämmung Deutschlands und die Eindämmung der Sowjetunion. Es sollte aber auch eine doppelte Mobilisierung sein. Es sollte Deutschland durch Europa mobilisieren und auch den Rest Europas mobilisieren. Und dieses Konzept wurde unterstützt, nicht nur von den Vereinigten Staaten, sondern auch von dem Vereinigten Königreich oder zumindest von Winston Churchill. Das europäische Projekt war also dazu gedacht, die Deutsche zu Subjekten zu machen, ohne den Rest von Festlandeuropa zu Objekten zu machen. Und über die letzten 60 oder so Jahre hat das europäische Projekt große Fortschritte gemacht. Es hat natürlich den gemeinsamen Markt geschaffen, übrigens eine britische Konzeption. Es hat die gemeinsame Währung geschaffen, den Schengen-Raum, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist jetzt alles dazu gedacht, europäische Spannungen zu entschärfen, Deutschland einzubetten und den ganzen Kontinental für globale Zwecke, den ganzen Kontinent global für globale Zwecke zu mobilisieren. Und dabei war das europäische Projekt immer ein Prozess, kein Moment, es war kein Ereignis. Es war also nicht wie die Union zwischen Schottland und England, kein Ereignis, wo man radikal politisch und wirtschaftlich sich zusammenlegte, sondern es war ein allmählicher oder ist ein allmählicher Prozess der Konvergenz, wirtschaftlich und politisch, welches dann sozusagen durch die finale Union zu einem späteren Zeitpunkt gekrönt werden sollte. Aber das Problem ist, dass die Europäische Union weiterhin eine unvollständige Union bleibt. Es hat föderale Ambitionen, den Euro, den Schengen-Raum, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Aber es hat im Moment eigentlich nur konföderale Instrumente. Es gibt keine politische Union wie das Vereinigte Königreich. Es gibt mit Abstrichen keine gemeinsame wirtschaftliche Regierung. Es gibt keine gemeinsame Armee.
Es gibt keine gemeinsame Grenzverteidigung. Deutschland ist nicht in einer politischen Union eingebettet. Es ist immer noch relativ ein unabhängiger Akteur. Und da gibt es ein gewaltiges militärisches Defizit. Und das wird wettgemacht durch die angelsächsischen Mächte, durch das Vereinigte Königreich, aber insbesondere durch die Vereinigten Staaten, welches über die letzten Jahrzehnte immer verlangt hat, dass die Europäer, spezifisch auch die Deutschen, mehr für ihre eigene Verteidigung ausgeben. Und das ist größtenteils ignoriert worden, obwohl in der letzten Zeit auch mehr ausgegeben worden ist. Und damit wären wir kurz auch bei Trump angelangt. Denn dieses Defizit hat eine sehr große Rolle in dem Weltbild von Donald Trump gespielt. Ich habe darüber mit Charlie Lederman auch ein Buch geschrieben, was auf Deutsch übersetzt worden ist. Das Werden einer Weltanschauung bei Trump. Er hat schon ab den 80er Jahre die Alliierten der Vereinigten Staaten angegriffen, besonders Japan und Saudi-Arabien, aber auch die Europäer, und gesagt, dass sie Trittbrettfahrer sind in Sachen militärische Verteidigung und dass sie die Vereinigten Staaten wirtschaftlich ausbeuten. Es geht mir jetzt nicht darum, zu urteilen, ob er Recht hat oder Unrecht. Wichtig ist nur die Perzeption seinerseits. Und er hat ganz spezifisch auch die Bundesrepublik damals angegriffen. Schon 1990 hat er für Zölle auf BMW-Autos gerufen und verlangt, dass die Vereinigten Staaten solche Alliierten nicht mehr umsonst verteidigt. Das heißt also, die Probleme der Europäischen Union in dieser Hinsicht hat sehr starke auch innenpolitische Konsequenzen in Amerika gehabt und dann natürlich auch mit der Wahl von Donald Trump auch geopolitische Konsequenzen von Europa, für Europa. Aber lassen Sie mich jetzt den historischen Teil meines Argumentes zusammenfassen. Auf dem Kontinent war Europa und die Instabilität Europas das Problem. Und in Festlandseuropa war die Europäische Union die Antwort. In Britannien war Europa auch das Problem. Aber die Antwort war das Vereinigte Königreich. Das sind also zwei völlig verschiedene Erfahrungen. Man könnte es auch so aussprechen. Nach 1945 hat man den allgemeinen Eindruck, dass Deutschland so groß ist und die Sowjetunion ist so bedrohlich, dass schwache europäische Staaten eigentlich keine Wahl haben, als ihre Souveränität zusammenzulegen, die sie sowieso nicht hatten, um dieses auszugleichen. Aber nach 1945 oder in 1945 sagt keiner, dass das Vereinigte Königreich so bedrohlich ist, dass es durch eine europäische Föderation eingedämmt werden müsste oder dass es so schwach sei, dass es den Schutz einer Europäischen Union bedürftig wäre. Das konnte man nicht sagen, denn 1945 waren in West- und Mitteleuropa die Briten natürlich als Okkupationsmacht zugegen. Das sind aber zwei völlig verschiedene Ausgangspunkte. Gut, was bedeutet das alles für uns heute? Also ich würde argumentieren, das ist der tiefe Hintergrund zum Brexit 2016. Ich will jetzt beiseite lassen die naheliegenden Gründe, die mit Migration und anderen Fragen zusammenhängen. Das will ich jetzt nicht behandeln. Im Kern war der Brexit die Erhebung eines Ordnungsanspruches, dass das Vereinigte Königreich, dass es kann und dass es soll, ihre eigene unabhängige Ordnungssystem in Europa etablieren, wo es sozusagen nur seine eigenen Regeln in Westminster gemacht und erlassen folgen sollte. Dieses Projekt, das ist das Projekt des Brexits, das ist eine neue Artikulation dieses Unabhängigkeitsprojektes innerhalb von Europas. Natürlich war der Brexit damit auch ein großer Bruch
in der europäischen Ordnung. Erstens durch den direkten Einfluss auf die Europäische Union. Hans-Werner Sinn hat schon gesagt, der wirtschaftlich korrespondiert der Brexit zu dem Austritt von den nächstgrößten, ich glaube es war 18, 19 Wirtschaften, Ökonomien der Europäischen Union, alle zusammengerechnet. Also ein ganz gewaltiger Bruch. Es ist die zweitgrößte Wirtschaftsmacht Europas. Nick Burns, der frühere Botschafter der Vereinigten Staaten in die NATO, hat gesagt, das hat das auf den Punkt gebracht, wo er sagt, es ist der Ausdruck, der Austritt der zweitgrößten Wirtschaftsmacht, der stärksten und der glaubwürdigsten Militärmacht und andere Faktoren. Es ist also ein gewaltiger Bruch. Aber mehr noch, der Brexit bringt auch eine andere Herausforderung für das europäische System und damit für die Europäische Union. Das Vereinigte Königreich, wie gesagt, war immer eine Ordnungsmacht in Europa. Es war nicht ein Raum, der geordnet wurde. Über die letzten 40 Jahre oder so hat es einen großen Teil seines Ordnungsbedarfs, sagen wir mal, durch die EU betätigt. So ist die Frage nach dem Brexit. Wer wird das Vereinigte Königreich ordnen, die EU oder das Vereinigte Königreich? Und zweitens, das habe ich schon angesprochen, wie wird das Vereinigte Königreich seine Ordnungsrolle in Europa außerhalb der EU weiterführen, wenn es denn diese Rolle hat? Die Europäische Union ist ganz klar in dieser Sache. Sie sagt, das Vereinigte Königreich hat mit dem Austritt aus der Europäischen Union keine Ordnungsrolle mehr in Europa. Wenn dem aber so wäre, und wir wissen noch nicht, ob dem so ist, dann wäre das doch ein gewaltiger Bruch der historischen Wahrheit der letzten oder historischen Realität der letzten 300 Jahre. Und deshalb war nach 2016 in den Verhandlungen, die dann 2018 in dem ersten Austrittsvertrag von Frau May gipfelten, war es immer das Anliegen der Europäischen Union, das Vereinigte Königreich einzuhegen. Deshalb hatten wir die Lösung mit dem sogenannten Backstop, dass das Vereinigte Königreich Teil der Europäischen Zollunion bleiben würde und dass es im Falle eines Austrittes dann Nordirland zurücklassen müsste. Das war in der Tat ein Bruch mit dieser 300-jährigen Geschichte, denn es hätte bedeutet, das Vereinigte Königreich wäre Teil eines wirtschaftlichen Ordnungssystems gewesen, wo es sozusagen keine Stimme hatte. Alles das gleichzeitig mit dem Faktum, dass das Vereinigte Königreich natürlich durch die NATO Europa zu einem viel größeren Maße verteidigt als irgendein anderes europäisches Land. Und aus diesem Grund und auch aus anderen Gründen ist dieser Vertrag von dem House of Commons abgelehnt worden und Boris Johnson ist Premierminister geworden. Das Resultat war dann der Ausgleich zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union von 2019, 2020. Das hat zwei Komponente, den Deal zwischen Boris Johnson und dem irischen Premierminister Varadkar über Nordirland und natürlich den Handelsvertrag von Weihnachtsabend 2019. Und daraus ging hervor, dass das Vereinigte Königreich seinen eigenen Raum ordnen würde, mit der Ausnahme von Nordirland, wo es diese besondere Regelung gab. Dieser Deal ist natürlich sehr viel besser als No Deal, aber es beinhaltet zwei geopolitische Herausforderungen. Erstens in Nordirland und zweitens die weitere Frage der europäischen Ordnung.
Die Probleme in Nordirland sind so groß, dass es möglich ist, dass die unionistische Parteien in Nordirland verlangen werden, aus diesem Arrangement herauszutreten. Das dürfen sie laut dem Protokoll. Und das heißt, sie können nach 4 Jahren in einem neuen parlamentarische Abstimmung Nordirland aus diesem Vertrag heraustreten. Und London hat auch das Recht, laut dem Protokoll bestimmte Regelungen unilateral zu treffen. Das heißt also, die Lösung für Nordirland könnte zusammenbrechen. Und das wäre eine Katastrophe für Dublin, aber auch natürlich für die Europäische Union. Aber vielleicht noch wichtiger ist, dass dieser Deal von Weihnachtsabend die Frage der weiteren Verhältnis zwischen Großbritannien und Europa und Festlandseuropa weitgehend offen lässt. Und hier gibt es einige Fallen für die Europäische Union, die ich kurz ansprechen möchte, bevor ich zum Schluss komme. Erstens mal gibt es das Phänomen Global Britain. Das heißt, dass Großbritannien nach dem Brexit vielmehr sich der weiteren Welt, der Welt außerhalb Europas wenden wird. Das wird oft im Zusammenhang mit Regulationen gesehen. Singapore on the Thames ist das Schlagwort. Aber es ist natürlich auch strategisch. Der Außenminister Dominic Raab sprach gerade von Tilt to the Indo-Pacific, dass also Großbritannien jetzt mehr Richtung Asien schauen wird. Damit zusammenhängt auch die Konstruktion der Flugzeugträger. Und das hat natürlich das Potenzial, Großbritannien von der Verteidigung Europas abzulenken. Aber die größte Frage ist in Europa selbst. Das Vereinigte Königreich könnte als Herausforderer der Europäischen Union in Europa selbst erscheinen. Erstens mal in der Nordsee, welches lange Zeit ein britischer Raum war. Da geht es zum Teil um Fisch, zum Teil um die Fischerei, zum Teil um Energie. Aber es ist eigentlich eine Raumfrage. Dann gibt es auch die Frage im Baltikum. Da gibt es eine Spannung zwischen der Tatsache, dass das Vereinigte Königreich einer der größten unter den Europäern sogar die größte Macht ist, die Abschreckung in Baltikum liefert, dass aber die Briten, dass aber die baltischen Staaten als Teil der Europäischen Union potenziell wirtschaftlich gegen Großbritannien mobilisiert sind. Das kreiert eine Spannung, wie ich sagte, und ich würde befürchten, dass man dann in Großbritannien einen gewissen Trumpismus haben würde, wo die Öffentlichkeit fragen würde, warum verteidigen wir Europäer, die wirtschaftlich uns feindselig gegenüber eingestellt sind. Und es gibt auch potenziell Probleme im Mittelmeer. Das Vereinigte Königreich war für hunderte von Jahren eine große Ordnungsmacht in dieser Region, weniger in der letzten Zeit, aber ist immer noch substanziell präsent. In Zypern, wo es zwei Basen hat, und besonders in Gibraltar, was also mit Spanien diskutiert wird und eine Frage in den Brexit-Verhandlungen war. Man darf nicht vergessen, dass das Vereinigte Königreich den Zugang vom Atlantik zum Mittelmeer kontrolliert. Das heißt also, zum Schluss, es gibt eine große Gefahr, dass Europa in zwei Ordnungssysteme auseinanderdividiert. Zum einen das wirtschaftlich schwächere, aber militärisch starke Vereinigte Königreich. Und das andere wäre die wirtschaftlich stärkere, aber militärisch schwache Europäische Union, die aber abhängig ist vom Vereinigten Königreich für seine Verteidigung. Das wird wichtig sein, nicht so sehr in Mitteleuropa, aber doch für die Peripherien wie Baltikum und Mittelmeer. Egal wie, die Gefahr ist, dass der Westen in Europa dadurch gespaltet wird. Und die Mechanismen für die Zusammenarbeit auf politischem Level sind für
für meine Begriffe eher bedürftig nach dem Brexit. Früher war das Vereinigte Königreich formell natürlich durch die Europäische Union im politischen und wirtschaftlichen Management des Kontinents eingeschaltet. Jetzt gibt es nur einen Partnership-Rat, welches mit Regulationen sich befasst. Die NATO befasst sich natürlich nur mit Sicherheitsfragen, nicht mit Politik und Wirtschaft. Und dies zu einer Zeit, wo die Vereinigten Staaten immer mehr fragen werden, was die Europäer für ihre eigene Sicherheit tun. Eine Antwort ist vorgeschlagen worden, das ist der Gedanke einer europäischen 3, E3 kurz gesagt, wo die Briten, die Bundesrepublik und Frankreich kooperieren würden. Sie sind alle in der NATO und dieser Gedanke hat im Kommentariat und anderswo Unterstützung gefunden. Es gibt sogar einen ganzen Think Tank, das heißt Club of Three. Für mich ist dieser Gedanke politisch und intellektuell nicht sehr stark. Erstens spaltet es die Europäische Union. Es scheint die Hegemonie, die französisch-deutsche intergouvernementale Hegemonie zu stärken über die anderen europäischen Staaten und schwächt für meine Begriffe das föderale Prinzip. Und es stellt auf dem gleichen Level Mitgliedstaaten oder Nationalstaaten wie Frankreich und die Bundesrepublik mit dem Vereinigten Königreich, was natürlich eine Union von Nationen ist, kein Nationalstaat im herkömmlichen Sinne. Das heißt, das wäre jetzt mein letzter Punkt, die Lösung müsste eigentlich liegen in einer völlig neuen konzeptuellen und politischen Architektur für Europa. Die Europäische Union muss akzeptieren, dass für historische und strategische Gründe das Vereinigte Königreich eine exzeptionelle Macht in Europa ist. Das Vereinigte Königreich muss akzeptieren, dass die EU nicht scheitern darf und dass, wenn es überleben muss, muss die EU weiter politisch und strategisch sich integrieren, praktisch den gleichen Prozess durchgehen wie das Vereinigte Königreich. Das heißt, die Antwort ist keine E3, welches die Einheit der EU spalten würde, sondern eine E2 in Europa. Das heißt, eine Konföderation zwischen Vereinigten Königreich und der Europäischen Union für das gemeinschaftliche Verwalten der politischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Fragen. Da würde die Europäische Union natürlich ihre Wirtschaftskraft einbringen und dafür würde das Vereinigte Königreich seine Militärmacht hineinbringen. Nur so, glaube ich, kann man Politik, Geschichte und Wirtschaft in Europa in Einklang bringen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Brandon, für diesen fantastischen Vortrag, der also einen weiten Blick über die Zeit und über die Kontinente gewagt hat und uns eine Einordnung des Brexit gibt und auch eine Perspektive für die neuen europäisch-amerikanischen Verhältnisse. Es ist so, dass dieser Vortrag natürlich jetzt viele Fragen aufwirft. Ich möchte mal beginnen mit dem Nordirland-Problem. Brandon Sims stammt aus Dublin und hat natürlich hier besondere Ambitionen in dieser Frage. Also mir schien das anfangs schon immer deswegen unmöglich, diesen Brexit zu realisieren, weil es halt das Nordirland-Problem gibt. Denn es muss ja dann, wenn das Vereinigte Königreich sich nicht mehr integriert in die Regeln der EU, irgendwo Zollschranken geben. Wenn man die Zollschranken machte zwischen Nordirland und der Republik Irland, ja, dann hätte man die IRA ja wieder auf den Plan gerufen und meine
Befürchtung war immer, der erste Zöllner, der da aufgestellt wird, wird von der IAA erschossen. Dann haben wir den Bürgerkrieg wieder wie vor 30 Jahren. Das ging also nicht. Also musste die Grenze, die Zollgrenze in die Irische See zwischen Irland und Großbritannien. Aber das bedeutet ja, es liegt dann eine Zollgrenze innerhalb des Vereinigten Königreichs. Also für die Zuhörer muss ich vielleicht doch nochmal klarlegen, was nicht jeder so im Blick hat. Vereinigtes Königreich ist mit Nordirland, Großbritannien ist mit Schottland und das alte Britannien ist ohne Schottland. Ja, also dieses Vereinigte Königreich hätte dann eine Grenze innerhalb des eigenen Territoriums gehabt, so als würde Bayern von Baden-Württemberg durch eine Zollgrenze abgegrenzt. Das geht ja nicht. Und das war die Quadratur des Kreises. Es konnte irgendwie nicht gelingen. Und was wir jetzt haben, ist, dass Nordirland wirtschaftlich, wie übrigens schon bei dem alten Vertrag, den Margaret Thatcher ausgehandelt hat, weitgehend angebunden gewesen wäre oder ist an die EU und hier Freihandel hat. Und dann haben wir automatisch diese schwierige Situation zwischen Nordirland und dem Rest. Kann es denn sein, und das ist meine Frage, dass jetzt Nordirland prosperiert als impliziter wirtschaftlicher Teil noch der EU, dass Großbritannien in große Schwierigkeiten kommt durch seine Trennung, denn es hat jetzt zwar das alte Commonwealth perspektivisch im Auge, aber die Handelswege sind doch sehr weit und der größte Teil der Exporte ging in die EU, dass Großbritannien also doch dann Schwierigkeiten kriegt. Und wenn die Schotten sehen, dass sie auf einem Schiff sind, das jetzt nicht gut unterwegs ist und die Erfolge der Nordiren sehen, würden sie nicht dann eines Tages doch wieder in einem weiteren Referendum sich abtrennen wollen von den Briten? Dann ist also es letztlich zu Ende mit dem UK und auch Großbritannien ist dann zu Ende. Ja? Ist das eine Möglichkeit? Ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Das kann man jetzt nicht mehr ausschließen. Ich glaube, der historische Vergleich ist mit der frühen Neuzeit bei der Staatsformierung innerhalb der britischen Inseln. Es sind also mehrere Möglichkeiten jetzt auf dem Tapet. Ich könnte mir vorstellen, dass es in 10 Jahren ein unabhängiges Schottland gibt. Das heißt also ein Teil, dass Schottland nicht mehr Teil der europäischen, des Vereinigten Königreiches ist. Ob es dann unabhängig sein wird, das lasse ich mal dahingestellt. Da kommen noch andere Sachen hinzu. Dass Nordirland mit der Republik sich zusammenstellt, halte ich eher für unwahrscheinlich. Ich halte auch den Austritt übrigens Schottlands für unwahrscheinlich und ich will das gleich erklären, warum ich das so sehe. Aber ich glaube, am Anfang muss man in Sachen Nordirland zunächst mal klarstellen, dass die Lösung des sogenannten Backstops von 2018 und des Frontstops von 2019, 2020 und 2021, dass diese Lösungen keine wirtschaftlichen Lösungen sind, sondern politische Lösungen. Wirtschaftlich gesehen sind die Verbindungen zwischen Nordirland und dem Vereinigten Königreich sehr viel stärker als die Verbindungen Nord-Süd. Das heißt also, die Zollgrenze, die wir, wenn wir sie gehabt hätten, an der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland, wäre wirtschaftlich gesehen sehr viel weniger problematisch. Politisch gesehen behauptet problematischer. Das heißt also, man hat mit dieser Regelung wirtschaftlich Gewalt angewendet an Nordirland, wenn Sie so wollen. Für mich ist Nordirland ist natürlich ein Problem, aber es wäre für mich auch eine Einladung gewesen, kreativ zu denken. Das Karfreitag-Abkommen ist nichts, wenn es nicht kreativ ist. Es ist der Versuch, in Nordirland als Teil von Großbritannien zu belassen, aber gleichzeitig die nationale Identität der Nationalisten in Nordirland zu respektieren. Man hat wirklich kreativ gedacht. Ich hätte mir denken können, dass wir ebenfalls im Verhältnis zwischen
dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union. Wir hätten kreativ denken können. Das ist ja auch mein Anliegen mit dem E2. Man hätte sich eine wirtschaftliche Konföderation vorstellen können, wo man gemeinschaftlich einen Markt verwaltet, eben ohne die Freizügigkeit. Aber die Europäische Union war darauf aus, ihren eigenen Raum zu sichern. Das heißt also, es war nicht bereit, zum Beispiel zu sagen, dass wir eine Sonderlösung für Nordirland finden. Sie haben gesagt, es muss eine Zollgrenze geben und sie kann entweder hier sein oder sie kann da sein. Man hat also nicht versucht, kreativ eine Lösung zu finden. Wir haben ja 20 Jahre lang gefragt oder 30 Jahre lang gefragt, wie können wir eine Lösung in Nordirland finden. Ich glaube, wir hätten auch eine einvernehmliche wirtschaftliche Lösung finden können. Und das Problem jetzt ist, dass diese Lösung wirtschaftlichen Schmerz für Nordirland bedeutet und dass im Kontrast zu dem Vertrag mit Frau May die nordirischen Unionisten jetzt die Option haben, aus diesem Arrangement herauszutreten. Und das wäre doch sehr schwierig, denn dann wäre es eigentlich Funktion der Regierung in Dublin, an dieser neuen Zollgrenze diese Zollarrangements zu errichten. Denn die Briten haben ja gesagt, wir werden keine errichten. Wenn denn die EEA jemanden töten sollte, was ich nicht hoffen würde, dann würde sie einen irischen oder einen europäischen Zollbeamten töten und keinen britischen. Aus verschiedenen Gründen glaube ich nicht, dass Nordirland aus dem Vereinigten Königreich austreten wird, denn da sind die Spannungen zwischen den beiden Gemeinschaften viel zu stark. Auch was Schottland anbetrifft, muss man bedenken, dass die wirtschaftlichen Beziehungen Nord-Süd zwischen Schottland und England sehr stark sind. Wenn wir jetzt eine Zollgrenze haben würden, Nord-Süd, das würde dann Schottland von seinem größten Wirtschaftspartner abschneiden. Das heißt also, wenn ich als Schotte sagen würde, es ist wirtschaftlicher Wahnsinn, aus der Europäischen Union auszutreten, was man argumentieren kann. Man kann aber nicht gleichzeitig sagen, und jetzt mache ich noch etwas, was noch viel wahnsinniger ist, nämlich aus dem gemeinsamen Markt mit England auszutreten. Das heißt also, es wird kurzfristige, das heißt 1 bis 5 Jahre Turbulenzen geben, das ist keine Frage. Aber auf lange Sicht glaube ich, dass der Brexit das Projekt des schottischen Nationalismus schwieriger macht und nicht einfacher. Naja, das ist eine interessante Sicht, die wir jetzt hier gelernt haben mit guten Argumenten. Also die nächsten 5 Jahre sind schwierig, weil ja 2025 dann auch diese Regelung mit den Fischereirechten da ausläuft und so weiter. Und dann ist ja auch ein neuer Konflikt eigentlich vorprogrammiert. Das ist ja nicht das Ende der Verhandlungen und der Streitigkeiten mit UK, sondern das geht eigentlich munter so weiter. Und am Ende könnte dann eine Konföderation stehen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, wie ich gehört habe. Das wäre sicherlich eine sinnvolle Lösung, gegeben, dass das Unglück des Brexit nun einmal passiert ist. Also ich halte ja nun auch überhaupt gar nichts davon. Und ich glaube, das gilt auch für Brendan Sims. Aber wir müssen jetzt weiter schauen in die Zukunft. Die Spannungen interessieren mich aber sehr. Du hast angedeutet, es gibt auch Spannungen im Mittelmeer. Zypern ist ja auf Druck der Briten seinerzeit in die EU gekommen und jetzt überlassen sie uns Zypern. Und Zypern ist ein Streitherd zwischen den Türken und den Griechen, also ohne Ende. Es ist auch nicht so ganz nett, dass man sich aus dem Staube macht und hinterlässt uns jetzt Zypern. Also, aber dass die EU jetzt angesichts dieser Verhältnisse noch eine besondere Rolle der Briten in Zypern akzeptieren wird oder im östlichen Mittelraum, das kann ich mir nur beim besten Willen nicht vorstellen. Und noch viel weniger kann ich es mir vorstellen, dass die EU irgendeine Rolle der Briten im Baltikum
in Zukunft akzeptiert. Ich meine, das Baltikum ist doch wirtschaftlich und kulturell nicht nach Großbritannien ausgerichtet, sondern nach Deutschland. Das ist ja nun, hat ja tiefe historische Wurzeln. Also da sehe ich das weniger. Aber es ist ein potenzielles Konfliktpotenzial, wenn diese Vorstellungen in Großbritannien bestehen bleiben sollten, dass obwohl man nun draußen ist, man hier noch Einflusssphären hat. Das wird also eine schwierige Zeit, die da vor uns steht. Wann können wir denn damit rechnen, dass sich das legt alles und dass man eine neue Art von Verbindung findet im Sinne einer Konföderation? Ich glaube, es wird viel davon abhängen, wie jetzt die nächsten paar Jahre gestaltet werden. Du hast vorhin gesagt, dass das Vereinigte Königreich vielleicht wirtschaftlich sehr starke Einbußen bekommen wird. Und das ist schon der Fall durch den Brexit. Das ist nicht so evident, wie es sonst sein würde, wegen Corona und andere Fragen. Da ist das alles etwas untergetaucht. Aber man kann schon Probleme sehen. Und die Profite sind eher in der Zukunft. Ich gehe allerdings davon aus, dass in vielleicht 10, 15 Jahren die britische Wirtschaft sich erholen wird. Ob Großbritannien jetzt in 20 Jahren stärker ist oder schwächer, als es gewesen wäre, wenn es noch Teil der Europäischen Union gewesen wäre, das kann ich nicht sagen. Ich kann aber nur eines mit Sicherheit sagen, und das ist, dass es wird ein anderes Land sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, meine eigene Universität. Ich bin hier schon seit 30 Jahren in Cambridge und die Studentenschaft, also die Anzahl der Studenten, die aus Festlandseuropa kommen, ist ständig angestiegen in dieser Zeit. Das heißt also, der große Saal, wo wir jetzt unser Festessen haben am Anfang des akademischen Jahres, diesmal natürlich nicht so wie früher, das waren dann andere Personen von der Herkunft wie vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren gab es mehr Australier, mehr Südafrikaner, weniger Deutsche, weniger Italiener. Ich könnte mir vorstellen, dass in 20, 30 Jahren es erheblich weniger Westlandseuropäer geben würde. Mehr Koreaner vielleicht, mehr Südafrikaner, vielleicht wieder mehr Australier. Ich weiß es nicht. Wird es ein besseres oder ein schlechteres Cambridge sein? Das weiß ich auch nicht. Aber es wird ein anderes Cambridge sein. Ja, und es wird auf jeden Fall anders sein, je schlechter sich die Verhältnisse zwischen dem Vereinigten Königreich und Festlandeuropa gestalten. Das ist eigentlich mein Punkt. Das heißt also, Großbritannien wird nicht wirtschaftlich eingehen. Es wird wirtschaftlich leiden und die Europäische Union kann dieses Leiden verstärken oder verlängern. Aber es kann keinen Ordnungsanspruch über das Vereinigte Königreich erheben. Und es kann auch nicht, und das wäre jetzt der Punkt, den du angesprochen hast, ich glaube auch nicht, dass es den Ordnungsanspruch des Vereinigten Königreichs über Festlandseuropa ganz abwehren kann. Und darum glaube ich, es ist besser, wir regeln diese Fragen einvernehmlich durch eine Gesamtkonföderation. Aber es wird schwieriger sein, umso schwieriger sich dieses Auseinanderklabüstern gestaltet. Ja, das mit den Studenten, das sieht man ja jetzt schon, das liegt ja auch einfach an der Regelung mit den Gebühren. Also EU-Studenten konnten zu sehr reduzierten Studiengebühren in die britischen Universitäten gehen und das ist nun nicht mehr der Fall. Jetzt zahlen sie horrende Gebühren, wie Studenten reicher Leute aus der ganzen Welt das tun und tun können. Das führt abrupt jetzt zu einer Änderung der Studentenschaft. Das ist also jetzt schon völlig klar, richtig. In dem Zusammenhang mit dem Brexit darf ich auf Folgendes kommen. Der wirklich anerkannte und viel gelesene Journalist Ambrose Evans Pritchard hat vor wenigen Tagen einen großen Artikel geschrieben, in dem er Angela Merkel, die deutsche Kanzlerin, speziell beschuldigt, die Hauptverantwortung für den Brexit zu tragen durch ihre Politik.
Das ist ja ein Vorwurf, den hat man gelegentlich schon gehört, aber mit solch einer Macht und Kraft wie von ihm habe ich es eigentlich noch nie vorgetragen gehört. Was ist deine Meinung dazu? Ja, ich glaube, also Ihre Politik in der Flüchtlingsfrage hat sicherlich zum Brexit beigetragen. Das ist natürlich nicht unbedingt ein Argument gegen diese Politik, aber ich glaube, der Brexit wäre ohne die Flüchtlingsproblematik von 2015, 2016, glaube ich, so nicht geschehen. Ich glaube auch, wenn sie sich eingeschaltet hätte in die Diskussion mit Herrn Cameron, wenn sie zum Beispiel in der Freizügigkeit diese Konzession gemacht hätte, sozusagen, also man hätte schon zu diesem Zeitpunkt diese Konföderation anvisieren können. Man hätte sagen können, okay, die Briten tun sehr viel mehr in einigen Bereichen, zum Beispiel Sicherheit. Und da sind wir, die Europäer, die Festlandseuropäer, die Rosinenpicker. Und sie wollen in Sachen gemeinsamer Markt und Freizügigkeit Rosinen picken. Da hätte man, glaube ich, einen Deal mit Herrn Cameron machen können. Aber das wollte man nicht. Und ich glaube, da war auch die britische Politik verfehlt. Ich glaube, die Briten haben zu sehr auf die deutsche Karte gesetzt. Und sie haben immer gedacht, Frau Merkel würde dann sozusagen wegen der Autoverkäufe, wegen anderer Fragen, dass sie anlenken würde. Und das war ein Fehler. Ja, das ist natürlich aus deutscher Sicht besonders problematisch, wenn es stimmen sollte, dass die Kanzlerin hier zu wenig getan hat. Es ging ja damals in den Verhandlungen mit Cameron auch um die verzögerte Integration der Sozialmigranten in das britische Sozialsystem. Und die EU hat Cameron da abblitzen lassen. Aus ökonomischer Sicht kann man sehr wohl den Standpunkt vertreten, dass wir zu viel Sozialmigration haben. Es ist ja richtig, wenn die Leute wegen Lohndifferenzen wandern zwischen den Ländern, das ist produktivitätserhöhend. Aber wenn sie irgendwo hinwandern, weil sie da Sozialgeschenke kriegen, dann ist das eine völlig unsinnige, ineffiziente Wanderung, die gar nicht richtig sein kann. Es ist ein bisschen schade, dass das jetzt dann so gelaufen ist. Ich möchte mal zu einem anderen Thema kommen, jetzt mit den Vereinigten Staaten von Amerika, wie die Verhältnisse sein werden. Ich habe verstanden, dass also die Urinstinkte der Amerikaner eben doch, weil sie dem gleichen Kulturraum angehören, Richtung Großbritannien gehen und UK, dass aber vielleicht der Tonfall sich gegenüber Europa doch verbessern wird und dass man hier einiges wird hoffen können. Meine große Sorge ist aus deutscher Sicht das Nord Stream Projekt. Biden hat sich ja ähnlich wie Trump eigentlich dazu geäußert, so dass man also jetzt nach wie vor gar nicht hoffen kann, dass die Amerikaner akzeptieren, dass diese Pipeline hier zu Ende gebaut wird. Ich frage mich, ob Biden da vielleicht auch nicht so ganz legitime Interessen hat. Ist es nicht so, dass der Sohn von Biden ein großer Investor in der Ukraine ist und dass die Ukraine nun gerade dieses Projekt nicht will, weil sie die Durchleitungsgebühren für das Gas hat? Wenn das so wäre, käme da ja ein etwas problematischer Aspekt in die amerikanische Position hinein. Und das ist die Frage, wie du das siehst und wie. Worauf läuft es denn letztlich hinaus? Kann sich die EU das eigentlich gefallen lassen? Kann sich Deutschland das gefallen lassen, dass es eine Pipeline hat nach Russland, welche auf keinem Territorium letztlich eines anderen Landes liegt? Das geht die EU doch im Grunde gar nichts an, nicht? Also inwieweit kann man die eigene Souveränität hier sich anknabbern lassen durch die Aktion der Amerikaner, die gegen Firmen vorgehen, die da mitwirken? Das ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, völkerrechtlich, finde ich. Und irgendwo muss Europa jetzt auch mal vielleicht zeigen, wo die Grenzen sind, nicht? Was empfiehlst du? Ja, ich bin kein Freund des Nord Stream-Projektes. Ich sehe das so wie die Angelsachsen und auch wie viele Osteuropäer. Und Sinn und Zweck, wie ich ja ausgeführt habe in meinem Vortrag der Europäischen Union, war ein großer Sinn und Zweck, war natürlich die Eindämmung Deutschlands und nicht sozusagen um als Vehikel für die deutschen wirtschaftlichen und
Energieinteressen zu dienen. Ich bin der Meinung, und das ist auch die amerikanische Meinung, die polnische Meinung und die Meinung vieler, auch der Regierung, dass es keine gute Idee ist, energieabhängig von Russland zu sein. Wir haben ja mehrfach gesehen, wie sie sich in diesen Fragen verhalten haben. Und man muss das auch im Zusammenhang mit der Politik in der Krim, die Bedrohung gegenüber dem Baltikum und andere Fragen. Natürlich spielen auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle. Auch bei Trump. Er wollte ja sein Gas und LNG und sowas auch verkaufen, statt das, was die Russen bieten. Aber strategisch gesehen, glaube ich, haben die Amerikaner recht und die Kritiker recht. Und es ist für mich eigentlich betrübend, dass das nicht von der Allgemeinheit der Europäischen Union auch so gesehen wird. Ja, ich verstehe. Für Deutschland ist es natürlich essentiell. Ich meine, wir schaffen die Atomkraftwerke ab, wir schaffen die Kohlekraftwerke ab und wir brauchen dringend als Backup-Kraftwerke für den volatilen Wind- und Sonnenstrom jetzt Gaskraftwerke, um die Lücken zu füllen. Also wir können uns nicht abhängig machen von der Ukraine bei der Energieversorgung. Es ist ein vitales Interesse der Bundesrepublik Deutschland, sich hier durchzusetzen. Aber mal sehen, was passiert. Ich verstehe natürlich, dass andere Länder das anders sehen. Polen möchte selbst den Gashahn unter Kontrolle haben und die Ukraine natürlich auch und so weiter. Gut. Ich möchte jetzt nochmal auf das große Bild kommen, wie wir Europa denn hier aufstellen. Es ist jetzt gerade ein neues Buch im Erscheinen von Gerhard Schröder und Gregor Schölgen, einem Historiker, das nächste Woche herauskommt. Und in diesem Buch, das weiß man schon jetzt, werden weitgehende Forderungen für den europäischen Integrationsprozess gestellt. Insbesondere schlägt Schröder vor, eine echte politische Union in Europa, dass die EU sich in einem großen Schritt weiterentwickelt, über die Fiskalunion hinaus, hin zu einer politischen Union mit einer Machtzentrale, wo also nicht mehr Einstimmigkeit für alle Entscheidungen da ist, wo wir wirklich eine europäische Regierung haben und vor allem, und das ist das wichtigste Anliegen dieses Buches, wo wir die Armeen Europas zusammenlegen. Es ist ja ein Anachronismus, dass wir eine Europäische Union haben und jedes Land hat seine eigene Armee. Das ist nicht nur ein ökonomisches Problem der Beschaffung von Material, sondern es ist vor allem auch ein politisches Problem. Denn erst wenn die Armeen Europas zu einer gemeinsamen Armee vereinigt sind, haben wir eine politische Union, die Deutschland eigentlich immer angestrebt hat, schon seit Helmut Kohl. Und niemand hat es gewagt, aber auf den Hauptpunkt zu kommen. Eine europäische Armee und eine politische Union heißt zwingend, dass Frankreich seine Kontrolle über die Atomstreitmacht abgibt an eine EU-Regierung. Ja, das ist das A und O. Und im Hintergrund der europäischen Integration war eigentlich immer dieses Problem. Frankreich will viel Geld für sein Hinterland, wenn ich so sagen darf, den Mittelmeerraum, der gestärkt werden soll durch eine Transferunion. Da kauft man die französischen Waren. Und Deutschland will die politische Sicherheit und will auf eine politische Union hinaus. Und keiner hat so klar, wie Schröder jetzt gesagt, politische Union heißt, die Franzosen müssen ihre Force de Frappe hergeben. Und wenn sie sie hergeben, dann können wir auch eine Schuldenunion machen in Europa. Dann können wir auch die Schulden alle in einen Topf werfen und unsere überschuldeten Länder Südeuropas retten. Das wäre mal der große Schritt nach vorne. Wäre das sinnvoll? Wie wirkt das zusammen mit der neuen Rolle des Vereinigten Königreichs? Ja, also ich kenne das Buch nicht. Ich sollte vorab sagen, ich bin kein Fan der schröderischen Politik, besonders auch in Sachen Nord Stream gewesen. Aber in diesem Punkt scheinen er und Professor Schölgen recht zu haben. Wie gesagt, ich habe das Buch noch nicht gelesen.
Aber das, was Sie so im Großen und Ganzen umreißen, halte ich im Prinzip für sinnvoll. Meine Frage wäre, wie ist das jetzt gedacht? Ist das gedacht als Prozess oder als Ereignis? Denn man muss alles gleichzeitig machen. Man muss zu einem Zeitpunkt alles zusammenlegen. Parlamentarische Legitimation, Schulden und die Frage der gemeinsamen Verteidigung. Wenn wir das alles tun, Herr Macron rückt seine Atomwaffen raus, die Deutschen rücken ihr Geld raus und so weiter. Und wir machen ein geeinigtes Festlandseuropa nach dem Muster entweder Vereinigten Staaten oder Vereinigtes Königreich, dann würde ich das für sehr sinnvoll halten. Und wenn das wirklich durchschlägt, dann ist auch die Konföderation zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union weniger zwingend. Denn dann könnte die Europäische Union ja das machen, was sie machen muss. Dann brauchen sie die Briten ja gar nicht. Dann könnten die Briten sozusagen in den Ruhestand treten und praktisch in den Dimensionen Kanada und Vereinigten Staaten sozusagen mit der Europäischen Union zusammenleben. Ich verstehe. Ja, wird man dann zur Balance of Power zurückkommen und versuchen von britischer Seite diesen Prozess der europäischen Integration zu verhindern, damit nicht da eine große militärische Macht entsteht, die dann potenziell eines fernen Tages auch mal mit dem Vereinigten Königreich in Konflikt treten kann? Ja, das ist eine große Frage, eine gute Frage. Und solche Stimmen hört man auf jeden Fall im Vereinigten Königreich. Und ich habe es vorgenommen sozusagen als Job, hier, soweit jemand auf mich hört, was eigentlich nicht der Fall ist, klar zu machen, dass eine Balance of Power Politik gegenüber einer wahrhaftigen, völlig integrierten Europäischen Union die falsche ist. Das wäre so, als ob man die völlige Integration der Vereinigten Staaten hätte aufhalten wollen. Natürlich gibt es Probleme oder gab es Probleme mit den Vereinigten Staaten, aber der Gewinn eines starken Amerikas auch für die britische Sache in der Welt in Europa war gewaltig. Und natürlich wird dieses Vereinigte Europa, wie es mir vorschwebt und vielleicht auch Herrn Schröder, wird sicherlich auch seine Probleme für das Vereinigte Königreich bringen. Aber im Allgemeinen wird es eine gute Sache sein, die man von London aus unterstützen soll. Ich bin dagegen, wogegen ich bin, ist eine Europäische Union, die gerade in den Fragen zusammensteht, wirtschaftlichen, die das Vereinigte Königreich behelligen, aber in den Fragen, wo es hilfreich wäre, wo zum Beispiel in Sicherheitsfragen, dann sagen, nein, bitteschön, die Angelsachsen sollen das machen. An einer solchen Europäischen Union bin ich nicht interessiert. Ja, das leuchtet ein. Also ich darf es nochmal aufgreifen, diesen Punkt, dass die Schritte zur Europäischen Union dann alle gleichzeitig passieren müssen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Man kann das nicht schrittweise machen. Viele denken ja, naja, jetzt machen wir mal erst die Schuldenvergemeinschaftung und eine Fiskalunion mit Transfers und so weiter. Da muss man ja fast befürchten, dass dann die politische Union nie mehr kommt. Denn Frankreich will das Geld und will seine Atomwaffen behalten unter eigener Kontrolle. Man kann ja nicht das Geld auf den Tisch legen, bevor die Franzosen ihre Atomstreitmacht auf den Tisch legen und sagen, das wird jetzt europäisch. Nicht? Es muss tatsächlich in einem Schritt gleichzeitig passieren, ein neuer großer Sprung. Und mir scheint, Schröder hat das vor, denn er bezieht sich auf die Gründung der EU als solche. Das meint, dass ein großer Vertragsentwurf jetzt notwendig ist, ein neuer, der alles gemeinsam regelt. Schauen wir mal, was dabei herauskommt. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende dieser Veranstaltung. Ich glaube, wir haben einen faszinierenden Vortrag über die geschichtlichen Entwicklungen der letzten Jahre gesehen, mit einem erhellenden Blick in die Zukunft über die Möglichkeiten, die sich für das europäische Verhältnis ergeben, die sich für das Verhältnis mit den Amerikanern ergeben
Und es endet ja doch irgendwie auch hoffnungsvoll, dass es möglich ist, hier sinnvolle Strukturen aufzubauen und wie sie aussehen können. Das haben wir von Brandon Sims, diesem großen britischen Historiker aus Dublin, ursprünglich kommend, aus Irland kommend, heute Abend gehört. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.